So, vorletzte Rennen diese Saison. Jetzt kommen wir aus Brasilien. Auf den nächsten Sieg. Hoffen wir mal, zumindest. Naja. Heute müssen wir tatsächlich ein bisschen austauschen. Das heißt, wir starten auf jeden Fall dieses Wochenende von ganz hinten irgendwo. So. Ah, ein bisschen Regen im Rennen. Scheiße. Okay. Ich hatte ein bisschen gehofft auf trockenes Wetter. Ein bisschen weh nach hinten, deswegen. Wäre jetzt oder gar nicht. Klatsch, einfach mal kurz alles raus. Trainingsgetriebe. Wir stehen eh von ganz hinten, deswegen ist es mir herzlich egal. Knallen wir raus. Bam. Mit neue Einheiten für das Auto. Oh, Scheiße, das ist im Rennen ausrichten, das werden muss. Es wäre trocken, wäre es einfacher. Naja, egal. Gehen wir mal rein. Herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie zu einem Wochenende im schönen Brasilien, wo das freie Training im Autodromo José Carlos Bache gleich beginnt. Die Kurven 1, 2 und 3, das weltberühmte Senna S, sind eine Abfolge enger Links-Rechts-Links-Kurven, die besonders schwierig zu meistern sind. Der erste Linksknick geht außerdem noch bergab und sorgt für starkes Untersteuern. Darauf folgt eine schnelle Rechts-Links-Kombination durch die Curva do Sol, die schlussendlich auf der Gegengeraden der Reta Oposta endet. Als 1990 die Formel 1 nach Interlagos zurückkehrte, wurde diese Kurve hinzugefügt. Es ist daher nur allzu passend, dass eine der besten Kurven im Formel 1-Kalender den Namen eines der größten Fahrer Ayrton Senna trägt. Geht man diesen Bereich falsch an, wird man womöglich überholt, wenn man Kurve 3 in Richtung der Geraden verlässt. So. Wir können das Ganze ja entspannt angehen. Wir starten ja sowieso am Ende des Feldes. ...55 Plätze. Ja, das war klar. Quasi einmal komplett alles neu ausgetauscht. Das Auto ist quasi komplett neu. Warum sollte man nicht versuchen, von hinten von Last to First Race machen zu machen, also von ganz hinten nach vorne durchzufahren? Das wird zwar schwierig, aber nicht unmöglich. Gerade hier in Brasilien. Wir müssen ja eigentlich quasi gewinnen. Wir dürfen viele Punkte holen. Und dann schauen wir mal, was im letzten Rennen in Abu Dhabi nächste Woche noch drin ist. Zumindest auf den Konstrukteurstitel. So. Guck, wie der Abstand gleich wird. Aber ich fahre ja ohne Setup hier, ne? Tatsächlich. Kann das sein? Halt 12-7. Fahren wir das erste Training halt ohne Setup, mein Gott.
Ich glaube, ich habe gerade eingestellt. Haben wir ja, dass das Rennen ein bisschen nass wird. Trocken wäre es vielleicht einfacher, das Ding noch zu holen. Aber am nassen wird es nur mal härter werden. Wobei ich eh nicht glaube, dass wir diesen so Konstrukteurstitel holen. Wieso? Ich habe einen komplett neuen Motor drin, also eigentlich dürfte das kein Problem sein. Das wäre das vorletzte Rennen für das Team. Wollen wir nochmal powern. So. Immer eine gute halbe Sekunde Vorsprung. Neue Bestzeit 12.3. So. Bisschen was holen jetzt. So. Habe ich sie was geholt jetzt im letzten im zweiten Sektor? So, vielleicht kriege ich jetzt ein bisschen Windschatten von dem Red Bull da vorne. Na, es reicht nicht, um die vorne ranzukommen. Nee. So, die Bestzeit sind wir gerade los. Scheiße. So, das könnte eine neue Bestzeit nochmal geben. Ich weiß nicht, wie der Vorsprung am Ende ist, tatsächlich. Direkt gekontert die Zeit, aber nach ganz vorne reicht das nicht. Das ist eine gute halbe Sekunde. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich kein Setup drin. Ja, natürlich nicht. Brasilien, wo haben wir es denn? In erster Linie mal trocken. Nach ganz vorne wird es eh nicht passen. Nicht auf dem Medium.
wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Verstappen, Hamilton und Sebastian Vettel. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Sechster. Na gut, die Strafe sehe ich gerade. Aber die sehe ich sogar unwichtig. Naja. So. Gut, Training 2. So, neues Arbeitssetup hier schon drin, das neue. Perfekt, dann kann man nämlich auf die Strecke. Und vielleicht wird das jetzt ein bisschen besser werden. Zumindest fürs Gefühl. Das erklärt, warum wir eben auch plus 14 Sprit hatten. Weil halt schon ein Setup war. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Könnte was schneller werden jetzt. Schauen wir mal. Erste Rundenzeit 12:09. So. Nicht für uns, für uns wird wahrscheinlich ein bisschen schneller werden. Schauen wir mal. Und zwar von fast 2 Sekunden. Ich mag ja an sich diese Strecke. Deswegen rechne ich mir auch tatsächlich hier ein bisschen was aus. Aber das bleibt abzuwarten. Set. Vieles hängt natürlich heute auch auf unserem Team, oder dieses Wochenende noch von unserem Teamkollegen ab, wie der abschneidet. Ja, nur neun werden Pünktchen hilft natürlich nicht.
18 Punkte haben wir ja nur noch. Noch Vorsprung, die wir noch aufzuholen haben. Also jetzt müssen wir nächste Saison nochmal neu angreifen. Nur die Frage ist, wo? Gut, das entscheidet sich nicht dieses Wochenende, entscheidet sich wahrscheinlich nächstes Wochenende erst. Aber wer weiß, wann die Angebote kommen. So, definitiv wird das eine neue Bestzeit werden. Eieiei. Katze. Nachdem hat der Runde Manager das Training 2. Das wird hier keine neue Runde werden. Könnte mal beste Runde werden. So. Gut, haben wir die Garage. Feierabend für heute. Also für jetzt. So. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns. Okay, doch, Teamkollege auf 6. Richter, Gasly und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Na, das wäre doch schön. 1 und 6, das wäre super. Konkurrenz mit Hannover 3 und 7. Das würde ein spannendes Saisonfinale bedeuten. Wobei ich das glaube, es hier nur eine Momentaufnahme ist. Naja, ist es sehr uninteressant, gerade. So. Gut. Training 3. Da gibt es noch eine Strafe hinterher, aber die ist halt wie gesagt uninteressant. Ist ja nicht schon in der letzten Reihe, definitiv. Das könnte spannendes Rennen werden, definitiv.
So. Toll, 1129. Bisschen weit rausgekommen. Heinz erscheint mit dem ersten Versuch. So. Ja, es wird definitiv keine neue Runde werden. Dafür war sie nicht gut genug. Keine neue schnellste Runde werden. Abzusehen. Nochmal eine kleine Anmerkung, die Teams sind übrigens ausgelost für die neue Saison, für die Samstagsliga, die ja jetzt IGL heißt und nicht mehr FOL. Ich würde Williams fahren. Das Team, das wir hier in der Karriere ja in der ersten Saison genutzt haben. Und sonntags dafür wurden im Racing Point. Dritter Platz im letzten Rennen. Ist ein bisschen Glück, klar, natürlich. Wer es nicht gesehen hat, kann natürlich mein Team nochmal gucken auf meinem Kanal. Ja, mal gucken, was im nächsten Rennen drin ist. Ich glaube, Abu Dhabi ist das nächste Rennen sonntags. Mal schauen. So, eine Runde noch im Training. Dann sind wir nämlich da durch mit dem Freitag. Und ich bin die ganze Zeit der Standard gefahren. Jetzt wird er wahrscheinlich nicht reichen, um eine neue Runde, eine letzte Runde zu fahren. Die Strecke reicht nicht aus. Versuchen es nochmal. Die Strecke ist ja relativ kurz. Sind ja nur, glaube ich, 4,5 Kilometer oder so. Das wird nächste Woche auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger.
Und das wird eine neue schnellste Runde nochmal. So, jetzt sind wir durch. So, Training ist durch, wir sind Trainingsschnellster. Voraussichtlich. Da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Bottas und Max Verstappen. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Oder seit dem Kollege im Niemandsland. Sogar letzter. Naja. Ich gehe davon aus, dass wir nächste Saison nochmal angreifen müssen. Weil ich will diesen Konstrukteurstitel holen. So. Gut, dann habe ich mich hier mit dem Training. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Und dann geht's morgen weiter. Warte mal, ich muss noch was entwickeln noch schnell. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Und das waren nämlich, glaube ich, alle Trainingseinheiten durch, alle Bauteile durch. Für jetzt fehlt noch zwei. Dann haben wir alles. Für die neue Saison. Aber das kümmern wir uns dann danach. Das schauen wir nach der Saison. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.